Herzlich willkommen bei Ihrem regionalen Fernsehprogramm. Ich begrüße Sie bei Walgau TV. Heute stellen wir Ihnen die Schäser Planer vor und berichten über den Trailrun in Lorünz. Zudem zeigen wir Ihnen eine neue Ausgabe von Reiber TV. Sie sind im Walgau in aller Munde. Namen wie Jupident, Samina oder Satas. Doch woher kommen diese Flur- und Ortsnamen eigentlich? Der Experte Werner Vogt gibt Antworten darauf. Grüß Gott allen lieben Zuseher, Zuhörer. Heute sind wir zu Besuch in der Marktgemeinde Frastanz. Frastanz, 32 Quadratkilometer groß. Nicht groß und nicht klein, aber fein. Wir sind im Schatten von den drei Schwestern und sind direkt eigentlich da benachbart an den Hauptfluss Samina. Mundartlich sieht man Samina, die kommt da heraus aus Liechtenstein. Das heißt so viel wie Regen bringend. Das ist der vordeutsche Sprache. Ähnlich ist auch natürlich Frastanz der Gemeindename. Das ist wieder andere Sprache und bedeutet auch komischerweise Regen. Regenfeucht oder so ähnlich. Ja, dann kommen wir noch auf den ältesten Teil von Frastanz. Das heißt Frasterfeders. Also richtig übersetzt heißt es eben das alte Frastanz. Dann gibt es noch ein Ragal und ein Rungeletsch. Und da sind eben Rodungsflächen seinerzeit. Grappa heißt entsteinig und Galera heißt dort Schuttfläche und noch mehr. Dann haben wir noch den Weiler Stutz. Stutz ist genauso ähnlich wie drüben in Ammerlügen. Das ist eigentlich eine Walsersiedlung. Vor ungefähr 700 Jahren haben wir da die Walser angesiedelt, kommen aus dem Kanton Wallis. Und diesmal machen wir Schluss mit unserer Flurnamenreise durch die Marktgemeinde Frastanz. Und nächstes Mal sehen wir uns wieder woanders. Dankeschön. Wenn an einem Wochenende Geselligkeit, Humor, Musik und der Gerstensaft im Vordergrund stehen, dann ist in Frastanz Bockbierfest. Von 12. bis 15. September ist es wieder soweit. 1, 2, 3, hey! 1, 2, 3, hey! Wir sind's, die drei Schwestern. Vom 12. bis zum 15. September findet das jährliche Bockbierfest in der Brauerei Frastanz statt. An rund 4 Tagen wird ein bieriges Programm für die erwarteten 15.000 Gäste stattfinden. Am Donnerstag startet das große Drei-Schwester-Clubbing Powered by Dogana. Neben den zwei DJs Hannes Jochum und Thomas Galaun werden die Schweizer Festbänkler für eine super gute Stimmung im Festzelt sorgen. Dirndl und Lederhosen sind natürlich an diesem Abend quasi Pflicht und werden mit einem süffigen Freigetränk belohnt. Der traditionelle Bockbieranstich wird am Freitag von unserem Landeshauptmann Markus Wallner durchgeführt. Mmm, Bockbier! Später bringt das Tauernecho das Zelt zum Beben. Am Samstag findet der große Frühschoppen mit den fidelen Mühltalern bei freiem Eintritt statt. Zudem öffnet die Brauerei Frastanz ihre Pforten und lässt alle interessierten Besucher bei laufendem Betrieb hinter die Kulissen schauen, auf eigene Faust oder geführt. Am Abend eröffnet dann Wolfgang Frank mit seiner Band den letzten Festabend, bevor dann die Partyband High Voltage Vollgas gibt. Am Sonntagvormittag gibt es den großen ORF-Frühschoppen mit freiem Eintritt. Im Anschluss wird das wunderschöne rote VW Golf Cabrio unter den 111 glücklichen Goldticketgewinnern verlost und natürlich gleich übergeben. Und dann fahren wir gemeinsam mit den Gewinnern durch Frastanz. Karten gibt es in allen Raiffeisenbanken und unter ländleticket.at. Am besten gleich besorgen. Für die Gratis-An- und Abreise ist natürlich auch gesorgt. Dank der freundlichen Unterstützung des Vorarlberger Verkehrsverbundes. Einfach unter frastanzer.at downloaden, ausfüllen, losfahren und feiern! Freut euch auf das Drei-Schwestern-Clubbing, die offizielle Bockbier-Party am Freitag, den Tag der offenen Tür und auf den zweitägigen Frühschoppen. Wir freuen uns auf euch! Schwestern,
Wenn auch Sie Ihre Veranstaltung oder Ihr Unternehmen auf Walgau TV bewerben möchten, dann rufen Sie uns einfach an unter der Telefonnummer 055 22 43 918 oder senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@walgau.tv. Und nun übernimmt an dieser Stelle Jutta Hartmann das Kommando. Sie führt Sie durch eine neue Ausgabe von Reiber TV. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Miteinander für unseren Walgau. Wir befinden uns heute vor der Raiffeisenbank in Nenzing, der Zentrale der Raiffeisenbank Walgau-Walsertal. Mehr als 62 Mitarbeiter arbeiten hier oder in einer der 6 Filialen und betreuen mehr als 15.000 Kunden. In unserer heutigen Sendung möchten wir eine Mitarbeiterin davon vorstellen. Weiters waren wir bei den Proben bei der Theatergruppe Aspectus mit dabei. Seit 1910 ist das Gasthaus Gemsle in Familienbetrieb. Seit 1981 führt nun Herr Kehrer das Unternehmen. Letztes Jahr entschloss sich der Herr Kehrer für eine Generalsanierung. Nach Abschluss der Arbeiten haben wir ihn besucht. Nach eingehender Planungsphase und längerer Bauzeit erstrahlt das Traditionsgasthaus Gemsle in Nenzing wieder im neuen Glanz. Herr Kehrer, warum haben Sie sich zur Sanierung entschlossen? Ja, die Sache ist so, da gab es zwei Möglichkeiten, sanieren oder alles so lassen, wie es ist. Wir haben uns dann zur Sanierung entschlossen aufgrund der eine Lebensgefährtin der Agnes, die sagte doch, wir müssen da was tun unbedingt und sie steht auch dazu. Der Herr Kehrer ist zu uns gekommen, zur Raiffeisenbank Walgau-Großwalsertal, hat uns von seinen Plänen berichtet und ja klar, wir sind natürlich als Zentrale in Nenzing gern für die Nenzinger da, haben uns das miteinander angeschaut und haben das auch dann für den Herrn Kehrer realisieren und ermöglichen können. Das Haus ist generalsaniert. Nicht nur das Dach ist komplett erneuert, auch die Fenster sind ausgetauscht und das Erscheinungsbild vom Gemsle ist durch die neu gestaltete Fassade einladend gestaltet worden. Aber vor allem sind die WC-Anlagen komplett saniert. Es hat sich dann angeboten, über diesen WC-Anlagen noch einen Wirtschaftsraum mit Kleinbüro zu errichten. Wie so oft bei Sanierungen, es kommt dann mehr dazu, man macht noch etwas dazu, ist das dann ein Problem? Natürlich nicht. Es kommt immer wieder vor, dass bei Sanierungsarbeiten mehr Kosten entstehen, als ursprünglich gedacht war. Ein Gespräch und wir kümmern uns darum und sind für die Kundschaft da und erledigen das. Das Gästezimmer mit neuer Nasszelle entspricht nun den Wünschen der Gäste. Aber auch die Privaträume sind im Sanierungskonzept enthalten, denn für das Wirtepaar ist die Regenerationszeit zunehmend wichtiger. Es ist von Nenzing natürlich auch schön, einen Gastgarten, einen wunderbaren zu haben. Ja, sicher ist das gut. Werden ja immer weniger. In den letzten 2 Jahren haben 2 Gasthäuser da in Nenzing komplett geschlossen. Und da muss man halt, denke ich, dranbleiben, damit die Dorfkultur auch noch was davon hat. Thank you.
Im Herbst spielt die Theatergruppe Aspektus unter der Regie von Herlinde Hummer das Stück Besuchszeit von Felix Mitterer. Raiffeisen-Mitglieder erhalten in Aufführungsorten Schlins, Thüringen und Velkirch ermäßigte Eintrittskarten. Wir waren bei den Proben mit dabei. Grüß dich, Papa! Grüß Gott! Wer sind denn Sie? Jetzt fang nicht schon wieder an! Ich bin's, Erika! Erika? Kenn ich nicht. Mensch, Papa, jetzt hör doch auf mit dem Theater! Ich mach das nur mit! Sonst komm ich nur! Ja, grüß Gott. Ich möchte unsere Theatergruppe kurz vorstellen, die Theatergruppe Aspektus. Und zwar, uns gibt es seit dem Jahr 2011. Wir haben in diesem Jahr schon mal ein Stück aufgeführt. Das hat sich genannt Zeitgeschichten. Nachdem das Stück sehr, sehr gut angekommen ist bei den Besuchern, haben wir uns entschlossen, jetzt wieder ein neues Stück zu machen. Der Felix Mitterer ist für mich ein sehr grosses Vorbild. Er schreibt sehr gesellschaftskritische Stücke. In dem Fall haben wir uns für Besuchszeit entschieden. Das Stück spielt in den 70er Jahren, also 1970 bis 80, und stellt eigentlich die damaligen Verhältnisse von der sozialen Institutionen in Österreich dar. Es hat sich zum großen Glück sehr, sehr viel zum Positiven verändert seither. Aber was mir ein Anliegen ist und die Botschaft, die ich übrig kriegen will durch das Stück, ist, dass das auch so bleibt, dass in Zeiten der Wirtschaftskrise nicht am falschen Ort gesperrt wird, nämlich bei den sozialen Institutionen. So, dass die Schwächsten von unserer Gesellschaft immer wertschätzend und gut betreut sind und in einem guten Umfeld leben können. Also ich spiele in der Szene Weizen auf der Autobahn eine Tochter, die ihren Vater besucht im Irrenhaus. Und mein Spielpartner ist schon wirklich mein Papa. Und von dem her ist es eine sehr große Herausforderung, weil es eine recht emotionale Szene ist. Und ich finde es total toll, weil ich normalerweise eher Komödien spiele, dass ich jetzt einfach mal die Möglichkeit habe, zum wirklich was Ernstes Spieler und auch was Anspruchsvolles. Und Felix Mitterer, denke ich, ist für jeden Theaterspieler einfach etwas, was er schon gerne mal machen möchte und machen sollte. Wie tut's? Schwach bin ich halt. Käsig lag ich aus. Überall hat's mich. Hat eine Lunge, hat eine Niere am Herz. Fingernägel brechen wir ab und am Tor gehen wir raus. Ich habe immer das Gefühl und immer mehr das Gefühl, dass der Mitterer das Stück so gern für uns geschrieben hat, insofern, dass, wenn man älter wird, immer wieder Aspekte der Trennung reingeraten, die man nicht wahrhaben will. Und man weiß nicht, wie man denn umgehen soll mit denen. Ja, das stimmt. Also es ist eine unwahrscheinliche Herausforderung und ein unwahrscheinliches gefühlsmäßiges Stück, wo so viele Gefühle stattfinden, nämlich des Zusammenseins, als Zusammenlebens und doch wieder sich trennen, so Auseinanderlebens. Und dann schlussendlich, wenn, also wie ich jetzt in dem Stück gehen muss, also sterben muss, dass gerade im letzten Stadium der Trennung eigentlich die Anziehung bzw. das Zusammenwirken oder wieder Zusammenlebens ganz, ganz wichtig erscheint. Also ich darf bei dem Stück als Regieassistentin helfen und ob ich bei einer Szene mitspielen. Aber ich möchte noch kurz was zum Namen von der Theatergruppe sagen. Wir haben lange überlegt, was wir für die Theatergruppe für den Namen verwenden sollen und haben uns dann schließlich für Aspektus entschieden. Aspektus bedeutet hinschauen, weil wir uns einfach zum Ziel gesetzt haben, Stücke zum Spielen, wo Sachen aufzeigen, wo man vielleicht nicht so gern anschaut.
Und ja, dadurch vielleicht von vielen anderen Theatergruppen ein bisschen unterscheidet, weil es einfach ernstere Stücke sind. Und nun werfen wir einen Blick in die Raiffeisen-Familie. Heute möchten wir Ihnen eine langjährige Mitarbeiterin hier in Enzing vorstellen. Erika, wie lange bist jetzt du schon bei dieser Bank da? Ich bin 10 Jahre da gewesen, 16 Jahre wieder Kinder haben und mittlerweile schon wieder 15 Jahre da. Und du hast mir ja vorhin erzählt, du hast 4 Kinder und du hast gesagt, du gehst schon gerne mit denen auf Reisen. Meine schönsten Reisen sind halt immer die mit den Kindern. Jetzt natürlich, wo sie gross sind, noch einmal schöner. Mit den Kindern sind wir vor 3 Jahren in Kroatien gewesen. Oder mal 2 Tage im Aquadom dienen, den ganzen Tag, ich glaube 12 Stunden sind wir nur in dem Aquadom gewesen. Es sind für mich die schönsten Reisen. Und was würdest du sagen, ist jetzt das Besondere zum hier arbeiten? Also für mich ist es natürlich super, dass ich hier im Ort arbeiten kann. Ich kann zu Fuss kommen, kann mit Waren kommen. Und für mich ist es natürlich ganz super, dass ich teilzeitmäßig arbeiten kann. Du hast auch noch gesehen, dass dir das besondere Spass macht, auch mit Leuten zu tun haben, mit Menschen zu tun haben. Also ich stehe wahnsinnig gerne am Schalter und ich freue mich über jeden, der reinkommt. Und ja, das ist für mich das Besondere. Was ist das Besondere zum hier arbeiten? Ich habe wahnsinnig gerne den Umgang mit den Leuten. Für mich ist es wichtig, dass sich die Leute, wenn sie reinkommen, auch wohlfühlen. Dass sie wissen, man nimmt sie ernst, man nimmt ihre Probleme ernst. Dass man ihnen einfach hilft. Und ja, das tut dann schlussendlich auch der ganzen Gemeinschaft hier in der Bank gut. Nicht bloß mir und nicht bloß der Kunde. In unserer nächsten Ausgabe berichten wir vom Walser-Treffen, das vom 13. bis 15. September in den 7 Perlen, das heißt in den 7 Walser-Gemeinden, stattfinden wird. Ich verabschiede mich nun und wünsche im Namen aller Raiffeisen-Mitarbeiter eine gute Zeit und für alle Erstklässler einen guten Start. Gleich geht's bei uns hoch hinaus. Zuvor werfen wir noch einen Blick auf den Veranstaltungskalender. Esser und Jesser heißt es am 14. September ab 11.30 Uhr in Thüringen. Auf dem Dorfplatz spielt die Alberg-Dixie-Band. Im Rahmen des Bockbierfestes in Frastanz findet am 15. September ein Festumzug im Ortszentrum statt. 15 Trachten und Musikgruppen marschieren um 13.30 Uhr ins Festzelt auf dem Brauereigelände. Er ist mit 2.965 Metern der höchste Berg im Rätikon. Die Jeser Planer. Franz Lutz und Matthias Decker zeigen Ihnen imposante Eindrücke vom Berg an der Grenze zu Graubünden. Unsere heutige Tour führt uns auf die Jeser Planer mit 2966 Metern. Die ersten Höhenmeter bewältigen wir mit der Lüner Seebahn. Eine Alternative dazu ist der Böse Tritt, welchen wir von der Gondel aus sehen können. Herzlich willkommen. Heute sind wir wieder mit Walgau TV unterwegs, auf der schönsten Gipfel im Walgau. Wir sind heute mit öffentlichen Verkehrsmitteln über Bludenz durchs Brandnertal ufer, her da zur Lüner Seebahn mit der Seilbahn fein ufer, auch da wieder die Montafon-Karte vom Vorteil. Wir sind jetzt hier an der Staumauer zum Lüner See, da, der noch halb leer ist, oder? Wie viele wissen. Wir gehen nachher hinterher da. Auf Totalp. Totalp wollen wir ein bisschen etwas trinken. Und gehen dann auf die Jeser Planer mit 2966 Metern im Rätikon, einer der schönsten und höchsten Gipfel hier. Die ersten Meter bis zur Weggabelung Richtung Totalphütte laufen wir auf dem breiten Gehweg entlang des Lüner Sees. Der strahlend blaue Himmel und die angenehmen Temperaturen sind angenehme Wegbegleiter auf unserer Tour. Bei der beschilderten Abzweigung in Richtung Totalphütte verlassen wir den breiten Gehweg und nehmen jetzt die ersten Höhenmeter des heutigen Tages in Angriff. Gutes Schuhwerk und Wanderstöcke sind für den bevorstehenden Aufstieg hilfreiche Ausrüstungsgegenstände.
Nach einer knappen Stunde ist die Todalphütte in Aussicht und wir halten kurz an, um etwas zu trinken. Hinter uns liegt ein schöner, aber recht steiler Aufstieg. So, wir sind jetzt nach einer Stunde Gehzeit hochgekommen auf die Todalphütte auf 2385 Meter. Ganz toll. Die charmante Wirtin Conny hat uns schon begrüßt da mit einem Schnäpschen und einem guten Bier. Ist schon ein guter Einstand, Conny. Schön, dass wir dich besuchen können. Was ist dir wichtig da auf der Todalphütte? Wichtig sind mir ganz nette Gäste. Schönes Wetter natürlich. Das ist und was kann wichtig. Man gut essen bei dir, Hoba? Unsere absolute Spezialität sind Strudel. Also wir haben einen Topferstrudel und einen Apfelstrudel natürlich hausgemacht. Und zurzeit haben wir auch einen Zwetschgerstrudel. Und was noch ganz beliebt ist, unsere Käsesuppe. Nach einer kurzen Verschnaufpause geht unsere Tour auf die Schesaplana weiter. Es sind noch knapp 600 Höhenmeter, die wir bewältigen müssen, bis wir am Gipfel sind. Nicht nur unser Weg, auch die gesamte Umgebung ist ein Meer aus Steinen. Obwohl wir schon farbenprächtigere Touren hinter uns gebracht haben, hat diese Landschaft auch ihre faszinierenden Seiten. Nur einige wenige Pflanzen kommen mit diesen Verhältnissen zurecht und zeigen sich uns von ihrer schönsten Seite. Jetzt sind wir hier auf der Todalp eine Stunde aufgegangen und machen eine kleine Rast. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man mal Informationen gibt. Was ist wichtig, wenn ich so eine Tour mache? Erstens einmal gute Ausrüstung. Schuhe, ein Regenschutz, eine warme Jacke, gerade wenn man Richtung 3000er geht. Dann unbedingt daheim sagen, wo gehe ich rein, dass jemand weiß, wo man ist. Dann Handy nicht vergessen, Akku geladen, ganz wichtig. Da kann man die internationale Notrufnummer 112 immer wählen. Denn ganz wichtig, genug zum Trinken. Am Gipfel kann man dann zur Belohnung auch was anderes noch dazu trinken, aber da kann man dann dazu. Und noch ein Irrtum, wo viele meinen, viele sagen, ja, ich nehme Traubenzucker mit auf den Berg. Traubenzucker ist genau das Falsche, weil da kriegst du ganz kurzfristig einen Energieschub und dafür nachher einen riesen Abfall der Leistung. Also viel, viel besser ist zum Beispiel Mandelschnitter, Snickers oder ein Stückchen Schokolade. Das gibt Kraft, wo anhaltet, oder? Nach dieser kurzen Pause und einer kleinen Stärkung setzen wir den Aufstieg fort. Der lose Untergrund verlangt Konzentration und der steile Weg zehrt an den Kraftreserven. Aber wir gehen Schritt für Schritt in einem gemütlichen Tempo dem Gipfel entgegen. Die letzten Meter zum Gipfel vor uns. Das Ziel ist in greifbarer Nähe. Wir sind auf der Schesaplana angekommen. Juhu! Haben wir den Gipfel erreicht von der Schesaplana, 2966 Meter. Schauen wir mal da raus, wie schön das wir haben. Die Gipfel haben wir übrigens viele gemacht. Dahinter sieht man noch Mannheimer Hütte da. Hintere dort, da sind wir Navkopf, Gurtenspitz, da vorne Schillerkopf, Mondspitz, hinter Hochgerach, wo wir gewesen sind, der ganze Walserkamm
Um dort zum Hohen Phrasen sind wir auch schon gewesen, Muttersberg, drinnen, Blutenz. Und wenn wir da jetzt direkt vor uns den wunderschönen anschauen, das ist Zimber da. Zimber ist ja die Perle im ganzen Rätikon da oben. Im Hintergrund der Zitterklapfen, die ganzen Berge am Arlberg. Ein Stückchen sieht man von der roten Wand. Wenn wir dort Richtung Arlberg, Tirol gehen, der Patriol. Und da drinnen der sich füllende Lüner See da. So, und da sieht man jetzt einmal den ganzen Gletscher da oben. Im Hintergrund die Mannheimer Hütte, der Panüller, wo ja eine wunderschöne Tour ist vom Nenziger Himmel rauf, also von der Gamperdon. Und dann kann man in der Mannheimer Hütte sich stärken, quer da unten über den Gletscher rumgehen, der Liechtensteiner Höhenweg, und dann über Salruhl, entweder Ahe wieder in Gamperdon oder um zur Pfälzer Hütte. Da dann sieht man jetzt wieder schön den Aufkopf. Ausgiebigen Pause am Gipfel nehmen wir nun den Abstieg in Angriff. Solch ein Abstieg sollte man nicht unterschätzen. Durch die Steilheit und den losen Untergrund werden unsere Oberschenkel und die Knie ganz schön beansprucht. Doch dank unserer Stöcke können wir unseren Beinen einiges abnehmen und fühlen uns so einfach sicherer. Nach circa einer Stunde passieren wir die Todalphütte und setzen den Abstieg Richtung Lüner See fort. Geschafft! Wir sind am Lüner See angekommen und gönnen uns jetzt einen kühlen Radler und eine feine Jause in der Douglas-Hütte. Das freundliche Personal sorgt bestens für unser Wohl. So, jetzt geht's los. Einmal Lumpensalat für dich, lass das schmecken, Mahlzeit. Und super, für danke. Dich, bitteschön, der dritte stillen Brunner her. Ja, super. Ja. Grüß Gott, gut, du. Das Land soll schmecken, gell? Hauen rein und es gibt ja noch andere gute Sachen. Kommt er wieder mal. Also gut, Mahlzeit, mein Hand. Lass das schmecken. Gut gestärkt nehmen wir die letzte Bahn talwärts. Eine wunderschöne, anspruchsvolle Tour liegt hinter uns. Die Schäser Planer. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe von Walgau TV. Wenn Sie unsere Sendung teilweise verpasst haben, dann besuchen Sie uns im Internet unter www.walgau.tv. Dort können Sie alle Beiträge nachschauen. Oder nutzen Sie die umfangreichen Sendezeiten Ihres Fernsehkabelanbieters. Walgau TV sehen Sie dort täglich um 7, 11, 13, 18, 21 und 1 Uhr früh. Jeden Donnerstag sind wir mit einer neuen Ausgabe für Sie da. Nächste Woche wird Sie meine Kollegin Christine Roth von dieser Stelle aus begrüßen. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden und wünsche im Namen des gesamten Teams von Walgau TV eine gute Zeit.